Unter dieser Plane in einem öffentlichen Park in New York befindet sich eine Büste des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Unbekannte hatten sie am Montag in einer Nacht- und Nebelaktion errichtet. Im Laufe des Vormittags verhängten jedoch Mitarbeiter der Stadt die Skulptur des von der US-Regierung gesuchten Mannes. Eine anonyme Künstlergruppe hat unterdessen Bilder von der Entstehung und Installation der Büste ins Netz gestellt. Demnach hat ein Bildhauer 6 Monate daran gearbeitet, bevor die bronzefarbene Skulptur im Bereich eines bereits bestehenden Kriegsgefangenendenkmals aufgebaut worden sei. Man habe bei der Gestaltung darauf geachtet, dass sich die Büste ästhetisch in dem existierenden Ehrenmal einfüge und es respektiere, sagt ein Vertreter der Gruppe mit verstellter Stimme in dem Video. Edward Snowden hatte 2013 begonnen, als geheim eingestufte Dokumente zu veröffentlichen, die Überwachungspraktiken vor allem von US-Geheimdiensten weltweit enthüllen sollten. Die US-Regierung betrachtet den 31-Jährigen seither als Überläufer, der Hochverrat begangen hat. Am Nachmittag, wenige Stunden nach ihrer Errichtung, entfernten Mitarbeiter der Stadt die 1,20 Meter hohe Büste von ihrem Sockel. Ein Sprecher der Parkbehörde sagte, noch stehe nicht fest, was mit der Skulptur passieren werde. Russische Behörden gewährten Edward Snowden 2013 Asyl. Nach eigenen Angaben stand er jüngst in engem Kontakt mit US-Behörden, um mögliche Rahmenbedingungen für eine Rückkehr in die USA zu verhandeln.